mein nächstes Ziel ist einfach, mich körperlich weiterzuentwickeln und hoffentlich weiter gesund und glücklich trainieren zu können. Und sportlich gesehen würde ich schon auf jeden Fall gerne wieder Wettkämpfe bestreiten, wenn ich mich dafür bereit fühle. Und dort gucken, ob ich vielleicht aus dem deutschen Vizemeister eventuell eines Tages sogar noch vielleicht einen Meister machen kann. Aber da lasse ich mich überraschen und ich möchte einfach für mich den Sport glücklich weiter ausüben. Meine Familie unterstützt mich, darüber bin ich auch sehr froh. Vor allen Dingen meine Schwester, durch die erfahre ich sehr viel Unterstützung. Ansonsten zu meiner Familie zählt auch meine Freundin und deren Familie. Und da bin ich auch dankbar, dass das alles so akzeptiert wird, wie ich das so handhabe. Ich bin gar nicht so comicaffin, muss ich zugeben, aber ich wäre wahrscheinlich aufgrund meiner Vergangenheit Obelix. Weil mein Papa hat mir einen Comic von Asterix Obelix zu Weihnachten geschenkt. Deswegen Asterix Obelix, eigentlich wäre Obelix. Obelix besser. Der ist stark. Der bleibt auf jeden Fall, beziehungsweise der wird sich ansonsten auch genommen. Der Sport ist zwar meine riesige Leidenschaft, aber bestimmt auch nicht mein Leben. Der geht oft, da geht es immer nach Spanien, nach Galicien, da die Familie meiner Freundin dort herkommt und wir da immer eine ganz tolle Zeit haben und viele Verwandte und Bekannte treffen und auch dort Bodybuilding ausgeübt wird zu einem gewissen Teil und da kann man sich das natürlich gut vereinbaren. Das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, ist sehr, sehr überwältigend. Einfach vor allen Dingen nicht aus dem Grund, aus dem Moment, dass man auf der Bühne versteht, sondern einfach, weil man weiß, wie lange man investiert hat, um hier zu stehen und dass dann dort Menschen dafür applaudieren, was man geschaffen hat, ist schon neben der persönlichen, Ehrgeiz, den man gehabt hat und dem persönlichen Ziel, ist das natürlich trotzdem dann noch eine tolle Ergänzung, dass dann die Leute einen dort dafür loben, so gesehen.